Morgen, ihr Lieben. Heute geht es für uns endlich mal wieder weiter. Wir reisen mal wieder. Wir fahren nach Hamburg und eigentlich wollten wir ja fliegen, aber tja, Intersky hat leider pleite gemacht. Deswegen gibt es jetzt leider keinen Flug von Hamburg, von Friedrichshafen nach Hamburg. Und deswegen haben wir uns für einen kleinen Roadtrip entschieden. Es ist jetzt 6:45 oder 6:50 und Christian packt jetzt gerade noch das Auto und dann geht es hoffentlich los und dann sind wir hoffentlich irgendwann gegen Nachmittag, so 2, 3 Uhr in Hamburg. Wir besuchen da Freunde und sind schon ganz gespannt auf ein tolles Wochenende. Also morgen soll es sogar sonnig werden, also zwar kalt, aber sonnig und wir sind ganz gespannt und nehmen euch auf jeden Fall mit. So weit müssen wir fahren, durch ganz Deutschland fast 800 Kilometer. Update. Wir mussten von der Autobahn runterfahren, weil da Stau war und jetzt fahren wir durchs lebendige Schlitzerland. Hoffen wir mal, dass wir nicht aufgeschlitzt werden oder so. Also es gehört wohl irgendwie zur Stadt Schlitz, die hier ist. Aber in 2,4 Kilometern fahren wir dann wieder auf die Autobahn und sind dann wieder on track. Wir haben jetzt noch 388 Kilometer vor uns und das Navi sagt, wir kommen so um 13:30 in Hamburg an. Mal gespannt, ob das hinhaut oder ob wir da noch ein bisschen was drauf rechnen müssen. Wir sind angekommen und die Sonne scheint und es ist alles ganz toll. Und jetzt gucken wir mal, wo unsere Freunde wohnen, dass wir noch eine Unterkunft haben. Und dann müssen wir ausladen und dann weiß ich nicht, was wir machen, aber das sehen wir dann. Speicherstadt und das Gebäude da ist ein Gebäude aus einer Fernsehserie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt, aber wie hieß die Serie nochmal? Notruf-Hafenkante, genau. Ich habe von der Serie noch nie gehört, aber sie ist auf jeden Fall hier gedreht worden, in diesem Haus. Das ist die Elbphilharmonie, die schon seit 2003 auf jeden Fall im Bau ist. Ich weiß nicht, ob schon eher, aber immer noch nicht fertiggestellt ist. Das da ist der Marco Polo Tower und da ganz oben, zeig mal drauf, da wo die hohen Fenster sind, da wohnt einer von den Klitschko-Brüdern. Wir wissen aber nicht welcher. Und in der dritten Etage wohnt wohl Helene Fischer. Verarscht. Jetzt hat man mir gesagt, dass wir nicht mit dem Schiff fahren und jetzt fahren wir doch mit dem Schiff, weil gerade noch was anderes da dran stand. Aber jetzt gehen wir dann hier aufs Schiff und fahren mit der Fähre weiter.
ich schwanke hier voll. Ich habe nicht, also die liegen halt nicht direkt auf dem Festland, sondern sind auch so eine kleine Insel im Wasser. Und dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, man ist noch irgendwie nicht auf festem Boden. Aber es ist bitter, bitter kalt nach der Bootsfahrt gerade. Und ich hoffe, dass wir jetzt gleich irgendwo gehen, wo es wärmer ist. Durch, aber nur ganz wenige, und die werden dann hinter mit einem Aufzug auf der anderen Seite wieder hochgefahren. Ich glaube, von vorne kommt eins, und ich glaube, ich sollte mich mal langsam auf den Bürgersteig bewegen, damit ich nicht gleich hier überfahren werde. Also auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben die Tunnelmitte erreicht. Jetzt müssen wir nochmal den gleichen Weg weiterlaufen, dann haben wir die Elbe unterquer. Auf Record gedrückt und jetzt war mein Outro nicht aufgenommen. Und naja, ich habe auf jeden Fall erzählt, dass wir einen schönen Abend hatten. Wir waren beim Portugiesen, im Portugiesenviertel, portugiesisch essen. Und jetzt ist uns allen kalt und wir sind alle müde. Und es war auch ein langer Tag und deswegen gehen wir jetzt ins Bett. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja. Den Rest seht ihr dann im nächsten Video. Tschüssi!